Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmville 2. Ja, ich bin mittlerweile immer noch Level 7, habe hier so ein bisschen rumgezuckert und ein bisschen gebacken und gedacht, wir versuchen mal so ein bisschen vom Fleck zu kommen hier, ne? Um ein bisschen was herzustellen, unsere Ressourcen ein bisschen aufzubrauchen. Naja, dauert halt ja dann doch alles so seine Zeit, ne? Was ich ein bisschen doof finde, ist, also so ohne Gießen geht hier mal gar nichts, ne? Habe ich so rausgefunden. Also ohne Gießen wächst hier auch nichts. Also Wasser ist zwingende Voraussetzung. Ja, mein Gott, manchmal brauche auch ich ein bisschen länger, um was zu verstehen. Ja, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Der Zucker ist abgeschlossen. Das heißt, wir sind bei Trautesheim 3. Und da geht es um Folgendes. Alles schmeckt besser, wenn man es selbst macht. Sorge also dafür, dass du alle nötigen Zutaten hier auf der Farm bekommst. So, dann sollen wir ein Huhn kaufen, zwei Eier sammeln und zwei Eier verkaufen. So, das Huhn steht schon hier unten. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen, 2,5 Minuten. Und ich würde sagen, dann nutze ich doch glatt mal die neue Funktion im OBS, nämlich, dass man pausieren kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da geht's weiter. Sehr schön, funktioniert die Funktion. Ich bin echt, ja, positiv überrascht. Mal was echt Geiles im OBS. Ja, gut, unsere Hühnchen sind fertig. Dann packen wir sie doch mal aus und gucken mal, wie knuffig die sind. Oh ja. Oh, die haben Hunger. Oh, weia. So, dann sollen wir die füttern. Und dann bin ich mal gespannt. Oh, 3 Minuten 54 brauchen die. Sehr cool. So, das heißt, wir sollen zweimal Eier sammeln und zwei Eier noch verkaufen. Gut, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir kümmern uns hier nebenher um den Rest der Farm. Denn wir müssen ja mal ein bisschen vorankommen hier im Level, ne? Also, sowas. Ja. Oh, ich habe nicht genug Platz. Ja, ja, ich weiß. Das ist ja gut. So, was verkaufen wir denn? Ich habe ja extra hier mal ein bisschen Kuchen hergestellt. Und wir können ein bisschen Weizen verkaufen. Und wir können nochmal Kuchen verkaufen. Sehr schön. Und so, Eier können wir noch nicht verkaufen. Da brauchen wir erstmal ein Ei für. Die Milch lasse ich mal. Karotten? Können wir Karotten Warte. Geht gleich los. Produzieren wir mal ein bisschen Mehl. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz hier. So, dann gucken wir doch glatt mal. Dann können wir doch hier, wenn ich da Karotten... Ja! Wie schön. Können wir also Karottenfelder setzen. Ich habe nicht genug Münzen. Wieso gucke ich da eigentlich nie hin? Moment. Wie viele Münzen habe ich? 177 und ein Karottenfeld kostet 200. Ja, super. Ja, dann müssen wir wohl doch ein bisschen mehr verkaufen noch hier. Schade. Sehr, sehr schade. So gut, dann würde ich sagen, backen wir noch ein bisschen Kuchen. So, da könnten wir ja auch mal noch einen dazu freischalten, wa? Dass wir unsere Schlüssel auch mal ein bisschen aufbrauchen. Zucker lasse ich jetzt erstmal, erst wenn ich ihn wirklich brauche. Ja, weiter geht's. Bisschen Mais, ja. Ach, guck sie dir an, da picken sie hier ganz wie die Verrückten. Das ist super knuffig. So, hier können wir noch ein Feld freischalten, kostet 100. Können wir uns aber aktuell nicht leisten. Also können wir uns schon leisten. Ich möchte es mir aber aktuell nicht leisten. Oh, hier müssen wir unseren Weizen noch gießen. Ja, und dann werden wir hier noch ein bisschen Kuchen, Kuchen, Kuchen machen. Wir können aber gucken bei Apfelkuchen. Ja, komm, dann machen wir mal Apfelkuchen. Ich denke, der bringt vielleicht noch einen Taler mehr. Ah, weil wir scheinen ja hier wirklich nur durchs Verkaufen und Bauen Punkte zu bekommen, ja. Mehr scheint ja hier punktemäßig gar nicht möglich zu sein. Oh, sehr schön. Äpfelchen, Weizen. Uiuiui. 215. So, jetzt können wir die Karottenfelder bauen. Oder zumindest eins. Bin ich mal gespannt, wie lange das braucht. Ach so. Bereit in... Was? Das muss erst gebaut werden. Okay, naja, dann bau dich mal erst. Ist ja nicht weiter schlimm. So, hier ist schon wieder das Mehl fertig. Oh Gott, jetzt wird es stressig.
Nein, wird natürlich nicht stressig. Ist halt so, ne? Tierchen wollen versorgt sein, wir wollen ein bisschen leveln. Naja, und fürs Leveln, da müssen wir ein bisschen was tun, ne? Da müssen wir hier anbauen und herstellen und verkaufen. Naja, wie das halt so ist. Komm, wir verkaufen mal ein bisschen Weizen. Ja, auf halbem Weg zur Stufe was? Zur Stufe 8 Bonusbelohnung, damit du weiterkommst. Ein Apfel, 30 Münzen und 5 EP. Und auf Stufe 8, was? Erweitere deine Farm und erkunde Omas Wiese. Okay, also es gibt jetzt Halbzeitbelohnungen. Naja, das ist doch nett. Das kann man doch echt mal machen. Oh, jetzt fehlt mir ein Apfel. Warte, ich habe vergessen, meinen Baum zu gießen. Nein! So, ich habe eine neue Quest. Oh Gott, jetzt kriege ich zwei Quests. Kuchenköstlichkeiten. Buongiorno, ich bin Chefkoch Lorenzo. Meine Freundin Marie hat mir erzählt, dass ja jemand meine Backkünste brauchen könnte. Hat sie dich damit gemeint? Bist du bereit, ein Meisterbäcker zu werden? Ja. Backe einen Karottenkuchen, verkaufe einen Karottenkuchen und verkaufe zwei Eier. Na, das ist doch ganz praktisch. Das können wir ja hier vielleicht mit verbinden. So, Mais. Sehr schön. Machen wir gleich mal neu. Ja, und dann müssen wir natürlich... Oh Gott, ich habe schon wieder nicht genug Speicher. Mehl. Und Kuchen. Karottenkuchen. Ja, geht nicht, weil ich keine Karotten habe. Ja, dann würde ich sagen, stell mal in der Zwischenzeit mal Landküchlein her. Damit wir hier auch was verkaufen können. So, was haben wir denn überhaupt? So, wir sollen ein Ei verkaufen. Sehr schön. Haben wir jetzt die Quest fertig? Nee. Ich soll zwei Eier verkaufen. Okay. Also zweimal Eier verkaufen, ne? Das sollte nicht das Problem sein. Das kriegen wir hin. Sehr, sehr cool. Oh, unsere Kuh, die ist auch immer schnell fertig hier. Ach, das geht doch ruckzuck, ne? Das ist doch hier gar kein Problem. So, dann gucken wir noch mal. Dann machen wir noch einen Apfelkuchen. Ja. Und so kriegen wir gleich wieder Platz in der Scheune. Das ist doch gar kein Problem hier. Sehr cool. Ja, ist doch recht kurzweilig, das Spiel, ne? Ich habe so gedacht, nur ja, wer weiß. Aber dadurch, dass hier im Endeffekt erstmal schon mal ohne Wasser gar nichts funktioniert, ist es natürlich sowieso so eine Sache. Warte. Bis dato kann ich es wirklich x-beliebig auffüllen. Naja, bin ich ja mal gespannt, ne? Noch ein paar Äpfelchen. Hier ist noch nichts weiter fertig. Nee. Okay. Ja, da werde ich zugucken, dass ich noch die restlichen 200 Münzen voll kriege. Weil wir können ja bestimmt, ja, ein Karottenfeld können wir noch. Und was ist hier noch neu? Amerikanerhuhn. Oh Gott. Eieiei. Okay, und für die besonderen Kuhsorten, geben die denn was anderes? Kriegt man da denn auch nur Eier und Milch raus? Oder? Ja. Gibt es da was ganz Spezielles und Besonderes? Nicht genug Platz, okay. Wie könnte es auch anders sein? Jetzt müsste ich aber genug Platz haben. Jetzt fehlen mir aber hier die Äpfel. Okay, okay. Das sollte hinzukriegen sein. Gib mir deine Milch. Sehr schön. Können wir hier schon wieder... Ja, Kuchen können wir schon wieder verkaufen. Sehr schön. Und ein bisschen Mehl können wir verkaufen, ne? Ja. Es nützt ja nichts. Es nützt ja alles nichts. Muss vorwärts gehen. Hier fehlt noch ein Äpfelchen. Den haben wir jetzt. Aber ich denke mal, also für den Apfelkuchen gibt es ja doch ein bisschen mehr Talerchen, ne? Sehr schön. Wie lange braucht ihr noch? 53 Sekunden, okay. Dann würde ich sagen, solange lassen wir die Folge jetzt auch noch auf jeden Fall laufen. Dann haben wir die Aufgabe nämlich auch fertig. Und dann kann ich mich für die nächste Folge schon mal vorbereiten auf die Dinge, die da kommen werden. Denn ich denke, die Aufgaben werden jetzt doch immer mal ein bisschen länger werden von der Zeit her. Sodass ich da nicht jedes Mal mit euch in der ganzen Folge drauf warte, dass eine Quest abgeschlossen werden kann. So, hier brauche ich Stufe 12 und 15.000 Münzen.
Bitte was? Oh Gott. Eieieiei. Ja, Mu, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. So, hier Äpfel, Äpfel, Äpfel. Brauche Kuchen. Oha. Jetzt gehen meine Weizenreserven doch mal ein bisschen runter. Das ist gut. Haben wir einen Apfelkuchen. Und da fehlt uns noch ein Apfel. Aber der ist schon fertig. Wunderbar. Schmeißen wir noch einen Apfelkuchen in Gang. Ja, sehr schön. So, und da haben wir das letzte Ei. Dann verkaufen wir das doch auch glatt. Guck mal, 68 Münzen gibt es dafür. Das ist doch cool. Ja, und hier sieht man auch den Vergleich. Für einen Apfelkuchen gibt es 65. Und für den ländlichen Kuchen oder das ländliche Landküchlein gibt es 60. Also es lohnt sich schon, ne? Sehr schön. Gut, verkaufen wir das Ei. Und da sind wir nämlich auch gleich bei ihm hier eine Quest weiter. Sehr schön. Und bei ihr sind wir fertig. Dieses Huhn ist so süß. Ich werde es oft besuchen und ein paar Eier mit nach Hause nehmen. 20 EP. Juhu, Stufe 8. Erweitere deine Farm und erkunde Omas Wiese. Okay, es ist Zeit, deine Farm zu erweitern und Omas Wiese zu erkunden. Oh je. Können wir es uns... Oh, guck auch, schon wieder ein Erfolg. Kein Jäger, aber Sammler. Oh Gott, wer kommt da? Hallo? Ich bin Johnny, Maries Cousin. Sie sagte, du könntest einen Farmarbeiter gebrauchen, der dir bei der Suche nach Beeren und Kräutern auf Omas Wiese hilft. Der wird sofort fahren, okay. Omas Wiese. Die idyllische Waldwiese ist der Lieblingsort deiner Oma, um Kräuter und Brombeeren zu suchen. Okay. Ah, cool, da kriege ich endlich die Schraube. Mach dich auf die Suche. Okay. Meistens dauert es ein wenig, bis wir finden, was wir suchen. Lass uns die Dinge etwas beschleunigen. Ja, okay, dann machen wir das noch. Ah, ich habe keine Schraube gekriegt. Oh nein. Schade. Schnittlauch. Okay. An der Farmbestelltafel erhalten wir extra Münzen für die seltenen Brombeeren von Omas Wiese. Okay. Ui. Das gibt echt Knete. Okay. Die Käufer bezahlen für seltene Rohstoffe noch höhere Beträge. Damit kannst du auch wertvolle Waren herstellen. Okay. Ja, ich wollte hier ganz gern raus. Okay, okay, okay. Oh, neue Quest. Beschaffe ein Karottenfeld habe ich gemacht. Jetzt brauche ich nur noch 3 Karotten ernten und 2 Karottenkuchen machen. Sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, können wir ihn hier gleich wieder reinsetzen? Ja, ne? Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir hier wirklich mal so einen Nagel kriegen. Was ist hier mit ihr? Komme gemeinsam mit einem Country-Star in Country-Stimmung. Okay. Naja, gut. Da haben wir ja gesehen, da brauchen wir noch eine Weile. Okay, ihr Lieben, sind wir wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen. Ich werde hier mal gucken, dass ich die beiden Aufgaben erledigt bekomme. Und ja, wenn ihr mögt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.